So, meine Damen und Herren, dann kommen wir nach einer längeren Zeit wieder zurück zu Data Vision 1 hier auf der PlayStation 4. Ich habe gerade hier in der Option eingegeben, dass mein Mikrofon nicht aktiviert ist. Ich kann allerdings nicht zusätzlich unten die Das kann ich nur ausmachen. So, und jetzt ist es eh aus. Deswegen sollte mich eigentlich keiner hören gleich. Falls mich natürlich jemand gleich hört, werde ich mein Mikrofon muten. Also falls ihr mich gleich nicht mehr hört, liegt daran, dass es nicht funktioniert hat und ich habe mein Mikrofon gemutet. Und ja. Wenn ihr euch jetzt fragt nach langer Zeit, ja, ich habe jetzt nochmal Norton angelegt, extra für die Division 1 und das Let's Play Test Video von Division 1 dann halt jetzt hier mit einem Ordner auf die Division 1 rübergezogen, da das jetzt das Video 2 ist. Wo kommt der Musiker? Ach, er dann. Warnung! Sie entfernen sich auf. Ah. Das Spiel spielt, glaube ich, großartig keiner mehr. Also mal gucken, wo ich da rumkomme.
Depot in der Nähe. Huch! Er hat noch nicht mal eine Chance überhaupt, ey, irgendwas zu machen, ohne gleich abzukacken, Alter. Ja, jetzt weiß ich, warum ich das Spiel damals eingestellt habe. Na, geh doch mal die scheiß Treppe hoch, du Stück Scheiße. Ja, geh doch mal zum Auto! Ja, geh doch mal vom Auto weg, du Aff! Ja, diese Logik! Ich drück die Lauftaste, was macht er? Er geht in den verfickten Duckdeckung, Alter, ey. Jetzt weiß ich, warum ich dieses Spiel gehasst habe, ey. Und ich war ich erst bei diesem einen Pitch, den du belassen hab. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich. Halt doch dein dämliches Maul, du Stück Scheiße, Mann. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ey, das hast du vor 10 Minuten auch schon gesagt. Du Affenboy. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Wechselgame überhaupt weiterzuspielen, Alter, ey. Weil dann irgendwelche... Meine Fresse, X! Dieses, dass diese Pestspieler die Taste wieder gemacht haben. Ey, X ist vom Sprengen und Kreis ist vom Docken, nicht andersrum. Du Afghan-Boy. Meine Fresse! Ey, willst du mich verarschen? Ey! Wieso denn eine andere Waffe in der Hand? Meine Fresse! Es gibt nichts Freudigeres als so eine scheiß hurensündige Tastenbelegung. Da, alles Level 9er, Alter, willst du mich verarschen? Mach doch gleich alle auf Level 80.000, Alter, ey.
Zentrale an Division-Agenten. Die JTF wird bei der ODEA in der 29. West beschossen. Braucht Unterstützung. Meine Fresse, Alter! Da hab ich jetzt schon keinen Bock mehr. Der packt auch auf, endlich an diese Pisswand zu stellen, Alter, ey. Ey, ich bin noch 12 Minuten in diesem Bastarden-Game, Alter. Und mein Rage und Puls gleich 1000, Alter, ey. Ein Schuss und drei Viertel Energie weg. Willst du mich verarschen? Erklärt mir mal diese Bastardenlogik, ihr Fotzen! Ey, das ist immer noch 10 Sekunden dauert, bis er sich bewegt, Mann! Wieso hab ich überhaupt nur einen Mann? Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Der ist der FZ dabei! Bin der Meinung, ich hatte das letzte Mal 3 Hilfes. Wieso kann ich mit diesen rolligen Opfern nicht sprechen? Meine Fresse! Keine Sorge, kommen Sie einfach mal wieder. Ja, du hast nur Scheißware, du Affe. Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Nein, weißt du, ich hab das Fahrzeug geschoben, Alter. Langsam wird diese Scheißlogik auch immer beschissen, Alter. Ja, sie verlassen den sicheren Bereich. Ey, sie verlassen den sicheren Bereich. Als würde ich das nicht wüsste, du Affe. Genau das habe ich gesucht. Oh ja, das sind gute Sachen. Okay, wann halt. Keine Chance.
Ey, dass ich schon bei verrecke bei Leuten auf Stufe 5, Alter. Ja, geh doch mal rein, du Aff! Da geht ja nicht da in den Scheißkanal rein! Ey, erklär mir mal diese Bastard-Logik, dass der jeden Schuss trifft, Alter. Ich hab jetzt schon die Schnauze voll von diesem Bastard-Game. Sonst nirgendwo hin. Uns wurde gesagt, dort seien wir sicher. Bitte, mein Baby verhungert. Dreckige Wickfaschisten! Alter, was soll ich hier noch untersuchen? Ich kann ihn nicht mehr untersuchen, du Affe! Wenn ich jetzt rausgehe, ist eh vorbei. Muss auf die Scheiße von vorne machen, ne? Ja. Wir können sonst nirgendwo hin. Uns wurde gesagt, dort seien wir sicher. Das ist die letzte Warnung. Verlassen Sie das Gebiet oder wir wenden Gewalt an. Sie übertreten. Dreckige Wickfaschisten! So, hier ist auch Ende. Leute, diese Logik teilweise.
Ah, dann leck mich. Hab ich keinen Bock drauf auf den Bullshit-Scheiß. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Ich nehme nur, was mir gehört, klar? New York ist nicht mehr was. Wir warten nur darauf, dass wir krepieren. Natürliche Ausbildung! Das ist unsere Chance! Verliert keine Zeit! Er ist tot, Mann! Und sieh mal einer an, das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Ich danke Ihnen sehr dafür. Ich krieg's keine rein, doch.
Zentrale an JTF-Patrouille. Wir bekommen Hilfe. Nehmen Sie an der Penn Station die Hilfsgüter auf. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind... Alter, was gibt er mir für einen Drecksweg? Oh mein Gott. Allen, die mich hierher geschickt haben, ein herzliches leckt mich. Alter, das ist nicht die Safe Zone, wo ich hergekommen bin, du Affe. Alter, da gibt er mir eine Safe Zone am Arsch der Welt. Dieses Bastarden-Game, Alter, ey, und lässt mich auch noch absichtlich durch feindliche Gebiete laufen, Alter, ey. Ja, halt. Was läufst du noch 10 Meter weiter, du Affe? Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Nein, echt? Ey, ich hasse es ja, wenn es überall Treppen sind und er nicht... Ey, er muss die Treppen steigen für 2 Meter. Trauen Sie sich! Wieso, hä? Wieso installiert Tom, willst du mich verarschen, Mann? Sehen Sie doch ab und zu mal rein. So, ich mache hier mal einen Cut. Ich mache es nur eine halbe Stunde, dass ich so auf 3 bis 5 Folgen zusammenkomme. Also ja, das war jetzt die 2. Folge. Ich bedanke mich an die Schild fürs Zugucken und wir werden uns dann gleich an dieser Stelle, ja, wiedersehen.